Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, wieder in meinem Wohnzimmer. Und wenn ich hier stehe, geht es ja meistens ums Thema Mode, wie ihr vielleicht erahnen könnt. Und falls nicht, weise ich euch jetzt einfach darauf hin. Ich bin nicht riesengroß. Ganz, ganz viele, die mich in Live sehen, sagen, oh, du bist ja voll klein. Siehst auf deinen Fotos und in den Videos immer so groß aus. Nein, ich bin gerade mal 1,60 groß. Heißt also auch, dass ich die Probleme einer typischen kleinen Frau habe. Ich komme ganz, ganz selten an die obersten Dinge im Schrank ran, muss mir also immer einen Stuhl holen oder jemand anderen fragen, dasselbe halt beim Einkaufen. Ich bin halt einfach ein kleiner Erdnuckel, werde in ganz, ganz vielen Fällen leider total unterschätzt. Ein weiteres Problem, was viele, viele, viele kleine Frauen kennen, ist der Kauf von Maxi-Kleidern. Und ich habe letztes Jahr im Sommer eine Seite für mich entdeckt, beziehungsweise deren Linie für mich entdeckt. Und ich liebe, liebe, liebe es, dort zu shoppen. Die Rede ist von Next Petit. Das ist eine Untermarke von Next, die sich darauf verschrieben hat, Mode für kleine Frauen zu machen. Da geht es nicht darum, ob man schlank ist oder breiter ist oder hier ein Röllchen hat oder wie ich ein bisschen eine ausladende Hüfte. Da geht es einfach um die Körpergröße. Da geht es nämlich zum Beispiel darum, dass man, wenn man Maxi-Kleider kauft, als kleine Frau immer das Problem hat, dass man das nochmal zum Schneider bringen muss, das muss umgenäht werden, somit ist das Kleid auch gleich mal 12, 13, 14, 15 Euro teurer. Und Next hat da eben drüber nachgedacht und hat jetzt da, oder ich weiß nicht wie lange schon, aber auf jeden Fall habe ich es letztes Jahr für mich entdeckt. Das Ganze hier ist keine Kooperation. Ich nutze dieses Video, um euch davon zu berichten, dass ich das gefunden habe. Ich zeige euch zwei Kleider, die aus meinem aktuellen Fundus schon stammen. Also die habt ihr sicherlich auch schon auf Instagram gesehen. Und ich zeige euch drei Kleider, die ich nochmal frisch eingekauft habe, beziehungsweise mir habe zuschicken lassen, einfach um sie auszuprobieren. Das sind denn keine Maxi-Kleider, sondern Midi-Kleider. Und auch da ist ja das Problem, wenn man normale Midi-Kleider kauft, ist das bei uns ja ein Maxi-Kleid. Wir schauen uns das Ganze einfach an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Zusammenarbeit mit Next entstanden, aber natürlich ein liebgemeinter Hinweis, dass ihr euch da gerne mal umschauen könnt. Das heißt also, ich habe auch einmal Werbung oben in die Ecke reingepackt. Das ist einfach, es gehört sich einfach so, es ist eine Empfehlung von mir von Herzen und deswegen ist es für mich selbstverständlich, das Ganze auch als Werbung zu markieren. Ich habe mir zwei dieser Kleider letztes Jahr gekauft. Im letzten Jahr war ich noch ein bisschen mehr in Shape, also viel, viel schlanker war ich letztes Jahr nicht, aber ein bisschen, ja, weniger Speckräubchen, sage ich mal, es war ein langer Winter. Ich stehe total steif da, weil ich gar nicht weiß, wie ich stehen soll. So. Bewegen und locker werden. Ja, es war ein langer Winter und ich habe mir ein bisschen Speck angefuttert und wir haben ja jetzt vor kurzem auch erst wieder mit Sport angefangen und die Erfolge bleiben noch aus, aber das soll jetzt gar nicht unser Problem sein. Es geht auf jeden Fall um den Schnitt der Kleider und bitte, bitte, bitte nicht um vielleicht einen unvorteilhaften Schnitt für den aktuellen Zustand meines Körpers. Es gibt nämlich ein Kleid, da ist jetzt nicht ganz so schön. Aber das werdet ihr jetzt sehen. Ich fange nämlich auch direkt mal mit diesem Kleid an. Ich fühle mich wohl und ich glaube, das kriegt man mit, wenn man mir folgt auf Instagram oder auch hier. Ich habe überhaupt gar kein Problem mit dem, mit meinem Selbstempfinden und ich bin super happy mit allem, was an mir dran ist oder eben nicht an mir dran ist. Bin aber trotzdem gerne in Shape, muss ich auch dazu sagen. Das hat für mich eher was mit Wohlfühlen zu tun, wenn es nicht überall kneift. Klar, ich könnte größere Klamotten kaufen, aber ne? So, das ist auch schon das erste Schmuckstück. Das ist jetzt auch das beste Beispiel dafür, dass man einfach ja, entweder eine Nummer größer kaufen sollte oder halt einfach ein bisschen den Bauch trainieren sollte. Weil hier guckt alles durch und irgendwie sieht man jeden Teil meiner Silhouette. Und ich finde es jetzt nicht so vorteilhaft. Es mag sein, dass ihr das anders empfindet. Ich gucke immer nach da übrigens, nicht wundern, weil da ist auch ein kleiner Bildschirm und ich versuche so ein bisschen zu erkennen, wie das Ganze aussieht. Ich habe das Kleid jetzt auch schon ewig nicht mehr angehabt. Ich drehe mich mal ganz kurz zur Seite zu meinem Spiegel und stelle fest, dass ich das Kleid trotzdem liebe, weil, wie ihr erkennen könnt, ist das einfach perfekt geschnitten für mich als kleine Frau. Ich bin 1,60 groß und habe einfach ein Kleid an, was nicht überall auf dem Boden schleift. Das ist das allergrößte Problem und ich liebe Maxi-Kleider wirklich so, 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 so sehr. Das habe ich angezogen letztes Jahr und habe sofort gesagt,
oh mein Gott, das ist meine Marke. Man erkennt bei Next auch am Petit im Schildchen, dass es wirklich für kleine Frauen ist. Die ganzen Kleider gibt es auch für große Frauen. Also dieses Video ist nicht nur für uns kleine Mäuschen, sondern auch für die großen Mäuschen. So ein bisschen Coachella-mäßig. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Ich habe halt keine Ahnung von Mode, aber ich habe ein Empfinden und das sagt mir, dass dieses Kleid 1A ist. Ich werde es wahrscheinlich dieses Jahr, wenn ich es mit der Silhouette nicht so richtig hinkriege, irgendwie mit einem kleinen Jäckchen tragen oder weiß ich noch nicht so richtig, was ich da mache. Aber das ist das erste Teil, was ich richtig, richtig toll fand für kleine Frauen. Mein allerliebstes Kleid, das habe ich letztes Jahr auch so oft auf ganz vielen Fotos angehabt, ist dieses hier. Davon habe ich jetzt auch mehrere und im Grunde genommen habe ich davon eigentlich auch so gut wie den ganzen Schrank voll, weil ich einfach den Schnitt des Kleides so ultra toll finde. Das ist auch ein Maxi-Kleid. Das ist jetzt hier, das kann man sogar so ein bisschen hochpuscheln hier. So, ist jetzt vielleicht ein bisschen knitterig, weil es jetzt die ganze Zeit im Schrank hing. Also bevor die Saison losgeht, werde ich das auf jeden Fall nochmal hübsch machen. Aber ich meine ganz ehrlich, du schlüpfst da rein und sogar von oben. Also du musst es nicht mal über den Kopf ziehen, sondern du ziehst das hier einfach auseinander, kannst reinschlüpfen. Und es ist so ein All-Day-Favorite. Also ich finde, das kann man anziehen, wenn man sich mit Freunden trifft. Das kann man zur Arbeit anziehen, wenn man mit den Kindern auf dem Spielplatz ist. Da fällt nichts raus. Oder das ist so ein richtiges, oh ja, es ist Sommer und ich bin happy. Ja, also ich übertreibe gerade ein bisschen, aber es ist definitiv eins meiner Favoriten. Schaut euch einfach mal in meiner Bilderleiste auf Instagram, scrollt da mal so zum letzten Sommer, dann seht ihr das auf jeden Fall richtig, richtig oft. Das habe ich auch nochmal in schwarz und ein bisschen gelb. Aber ansonsten bin ich mit diesen zwei Teilen, die ich euch bisher gezeigt habe, auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut gewappnet für den Sommer dieses Jahr. So, das, was ich jetzt anhabe, scheint ultra durchsichtig zu sein. Ich habe die Kleider noch nicht getragen. Ups. Aber wie gesagt, ich habe es auch nur bestellt. Ich glaube, da muss ich erstmal gucken, ob mir das gefällt. Das ist jetzt eins der Midi-Kleider für kleine Frauen. Also ich stehe überhaupt nicht auf Mini-Kleider. Es liegt einfach daran, dass ich mich mit meinen Beinen nicht sehr wohl fühle. Das ist jetzt keine Gelegenheit, in der ihr mir sagen müsst, dass ich doch total schöne Beine habe und ihr euch wünscht, ihr hättet mal solche Beine wie ich. Darum geht es nicht. Es ist einfach, jeder fühlt sich ja mit einer anderen Partie seines Körpers wohl. Ich zeige zum Beispiel total gerne Arme, weil ich finde, dass meine Arme eigentlich total schön sind. Dafür eben nicht so gerne Bauch oder Beine. Und da finde ich halt die langen Kleider oder eben auch diese bis zum Knie vollkommen genial. Das ist jetzt eins, was eben so sitzt, wie ein Midi-Kleid sitzen muss und nicht irgendwie dann zu lang ist, weil es eigentlich für Frauen ab 1,70 geschnitten ist. Und das ist jetzt eher so ein Strand oder irgendwie, ja, schönes Eis essen gehen Kleid. Ich würde das jetzt zum Beispiel eher weniger auf dem Spielplatz mit meinen Kindern anziehen, weil viel Ausschnitt stehe ich jetzt eigentlich auch nicht so drauf. Ist auch meines Erachtens nicht mehr so zeitgenössisch. Also wenn man Ausschnitt überhaupt als zeitgenössisch betrachten kann. Aber für mich ist das so, Ausschnitt haben und viel Brust zeigen ist so ein bisschen 2000er und eigentlich heute nicht mehr so angesagt. Aber es ist halt auch Sommer, ne? Und das, wenn man das hier zum Beispiel über einem Bikini trägt, ist es auch wieder was anderes. Von daher, ich habe das jetzt natürlich mit einem normalen BH an, da ist mir einfach der Ausschnitt ein bisschen zu doll. Das merke ich, ohne dass ich es gesehen habe. Aber so an sich mag ich es sehr gerne, wenn es jetzt ein bisschen durchsichtig ist, ja. Ist halt ein Basic-Teil, aber sitzt halt genau da, wo es sitzen soll. Das Kleid, was ich jetzt trage, ist auch wieder ein Midi-Kleid und ich finde, es schreit absolut meinen Namen. Auch da wieder, wenn ihr verfolgt habt, was ich so im letzten Jahr an Kleidern getragen habe. Ich bin, das muss ich dazu sagen, ein absoluter Kleiderfreak. Also ich trage im Sommer eigentlich nur Kleider. Kaum irgendwie, also kurze Hosen, das wird wahrscheinlich nie passieren. Vielleicht mal im Urlaub oder so, aber eigentlich gar nicht. Und einfach Kleider. Ich bin einfach Cindy, ist gleich Kleider. Und deswegen sieht man mich sehr, sehr oft, wenn es warm ist, in Kleidern und vor allem in diesem Schürzenstil. Ich mag das sehr gerne und auch dieses Kleid wieder sitzt perfekt im Midi-Style, so wie es sein soll. Und hat hier noch so ein bisschen, oh, zeigt hier ein bisschen Beine. Und das zum Beispiel stört mich überhaupt nicht, weil es einfach, das sieht man nur ab und zu mal, aber es ist eben nicht so, es ist nicht aufreizend, nicht zu aufreizend, es zeigt nicht zu viel. Und bei gebräunter Haut ist es dann auch immer wieder was anderes. Und fühle ich mich mit meinen Beinen jetzt auch nicht so unwohl. Das ist jetzt, ich bin halt käsig weiß aus dem Winter und generell mag ich jetzt einfach die trockene Haut meiner Beine nicht. Und deswegen fühle ich mich generell jetzt gerade nicht so wohl mit den Beinen, aber im Sommer wird das
perfekt sein und ich könnte mir vorstellen, dass das einen Platz in meinem Schrank findet, weil das einfach, ich finde, das schreit einfach meinen Namen. Ich glaube, da könnt ihr mir beipflichten. Mich würde mal interessieren, ob ihr diesen Schürzen-Style, ob ihr das mögt oder ob ihr sagt, oh nee, das ist wirklich eher so Hausmuttchen. Da gehen die Meinungen ja sehr auseinander. Und vor allem könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt zu den kleinen Frauen gehört, die eine kleine Erleuchtung haben durch dieses Video oder die eben das gleiche Problem kennen und bei Kleidern immer so ein bisschen zweimal gucken müssen, ob es auch wirklich passt oder generell an Maxi-Kleidern vorbeigehen, weil dafür bin ich sowieso zu klein. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Lasst mir das mal da. Ich ziehe gleich mal das letzte Kleid an. Das ist mein kleines Highlight. Das habe ich noch nicht anprobiert und ich glaube, ich werde Hilfe benötigen, weil es ziemlich viele Details hat. Das, was jetzt kommt, ist eher so in Richtung ja, ein schönes Event, eine Hochzeit, eine Gartenfeier, die ein bisschen schicker ist. Ja, oder irgendwas, ein schöner Abend, den man sich mit seinem Partner macht oder irgendwas Schönes mit einem hübschen Anlass. Aber eben Maxi. Und es passt bestimmt. Ich hoffe es zumindest. Ich probiere es gleich mal an. So, ihr Lieben, das ist das Prinzessinnenkleid aus der Riege. Ihr seht, es ist ein richtiges... Oh, es ist einfach wirklich ein Prinzessinnenkleid. Und das Schöne ist, es passt einfach wie angegossen. Also ich drehe mich jetzt gleich mal. Micha hat es mir gerade mal zugemacht. Und es ist einfach, stellt euch bitte einfach vor, ich bin auf eine Einschulung eingeladen oder wirklich auf eine Hochzeit, wo das passt mit der Farbe. Und ich bin so, wow, ich sehe richtig gut aus. Ich bin richtig geschockt, wie gut ich in so einem Ballkleid aussehen kann. Ich zeige euch das mal. Hübsche Details, also wirklich ein wahnsinnig, wahnsinnig hübsches Kleid. Und auch da halt nächst auf jeden Fall wieder volle Punktzahl, was das Thema Größe angeht. Hätte ich dieses Kleid jetzt in einer ganz normalen Größe, also normalen Größe bestellt, wäre es halt einfach hinten so. Ne? Und das kennen wir halt einfach alle. Und hier tritt man sich nicht irgendwie aufs Kleid und es ist einfach... Ach ja, dort gibt es auch Hosen für kleine Frauen, habe ich noch selbst noch nicht ausprobiert, vielleicht habt ihr da Erfahrungen, könnt mir mal was in die Kommentare schreiben. Oder generell einfach, es gibt ein großes Sortiment, auch so T-Shirts, wobei ich das jetzt nicht unbedingt für kleine Frauen brauche. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare diesbezüglich und hoffe, dass ich euch damit ein bisschen helfen konnte oder einfach nur entertainen konnte, falls das Thema für euch so ein bisschen ja, irrelevant, aber ich nicht so irrelevant bin. Ja, freue mich auf eure Kommentare und sage an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Wenn Ihnen dieses Video beliebt, dann freuen wir uns über Ihren Daumen nach oben und klicken Sie doch mal hier oder hier. Dann sehen Sie noch zwei weitere Videos von uns. Wir bedanken uns majestätisch bei Ihnen und sagen tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und fort.